scheint wieder zu weit zu sein. Die Zeichen mehren sich. Ein deutscher Politiker spricht schon im Sommer von gesunden Schulen ohne behinderte Kinder. Er spricht von wohltemperierten Grausigkeiten, um dieser Situation Herr zu werden. Diesem Mann werden Chancen auf einen Posten eines Ministerpräsidenten eingeräumt. Ein burgenländischer Landtagsabgeordneter verliest Namen von Volksschulkindern mit der Absicht, aus diesen Namen Migrationshintergrund abzuleiten. Hier und heute wäre Gelegenheit, passende Worte auf diese Entwicklung zu geben. Weil wir nicht so waren, wie Sie wollten. Die Zeitzeugin Rosa Schneeberger erzählte anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages für Roma und Sinti ihre persönliche Geschichte. Es fiel ihr sichtlich schwer, von den Erlebnissen im Anhaltelager Lackenbach zu berichten. Keiner von uns kann sich den Schmerz, den die Zeit damals mit sich brachte, auch nur ansatzweise vorstellen. Das Einzige, das wir tun können, ist das geschehene Unrecht niemals in Vergessenheit geraten zu lassen. Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugend, wir haben uns vor diesem Mahnmal versammelt, um an den von den Nationalsozialisten begangenen Völkermord an den Roma und Sinti zu erinnern. Dieser Ort des Gedenkens soll uns zeigen, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu verstehen und aus ihr zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich möchte meine Sicht als jugendliche Romni und Schülerin mit Ihnen teilen. Ich denke eigentlich sehr oft an die bestialische NS-Zeit im Krieg, dem Holocaust und der systematischen Ermordung meiner Vorfahren. Und das, obwohl es ja schon so viele Jahre her ist. Aber sind es wirklich so viele Jahre? Meine Urgroßmutter wurde in Konzentrationslager verschleppt und musste miterleben, wie ihre gesamte Familie starb. Aber hey, das Ganze ist jetzt schon rund 80 Jahre her. Es wird Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Solche Sprüche höre ich oft und es macht mich unfassbar wütend. Das Problem ist nur, Krieg gehört nicht der Vergangenheit an. Wir leben in keiner friedlichen Welt, wo jeder leben darf, wie er möchte. Egal, wo man momentan hinschaut, rund um uns ist Krieg und Hass. Hier ein Krieg, da ein Krieg. Die entscheidende Frage ist jetzt nur noch mehr, wann hat das alles ein Ende? Die Wahrheit ist, Krieg, Neid, Gier, Hass, Rassismus, das alles wird nie ein Ende haben. Es wird immer Menschen geben, die mit sich selbst so unzufrieden sind, dass deren einzige Genugtuung ist, andere sich dafür schlecht fühlen zu lassen. Und es gibt Menschen, die einen anders behandeln, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Sprache. Und jeder hier, der schon einmal mit Rassismus oder Antiziganismus konfrontiert wurde, weiß, wie es sich anfühlt. Ich habe hier ein perfektes Beispiel, wie man endstirnigen, rechten, fremdfeindlichen Menschen den kleinen, aber feinen Unterschied des Anderssein erklärt. Denn genauso würde ich es den Kindergartenkindern im Praktikum erklären, und die würden es mit Sicherheit verstehen. Und zwar, schlägt man ein weißes Ei und ein braunes Ei auf, befinden sich in beiden der gleiche Inhalt. Ein Eigelb und ein Eiweiß. Egal welche Farbe die Schale hat. Und genauso ist es bei uns Menschen. Am Ende des Tages bestehen wir alle aus Knochen, Fleisch und Blut. Bis zum Einmarsch der Hitlertruppen im März 1938 gab es in Burgenland 130 kleinere und größere Roma-Siedlungen, die meist der rund 8000 Männer, Frauen und Kinder, die zu dieser Zeit in Burgenland beheimatet waren, wurden in die Vernichtung geführt. Für die Nationalsozialisten zählten wir zu den unwerten Menschen, die kein Recht auf Leben hatten. Von hier und anderen Teilen Österreichs wurden Menschen meiner Volksgruppe gewaltsam nach Lodz, Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen und anderen Konzentrations- und Vernichtungslagern verschleppt und ermordet. Es ist wichtig in der heutigen Zeit, und es haben Vorredner angesprochen,
Seit Jahrzehnten wurde an einem friedlichen Europa gearbeitet. Staaten, die oft Kriege gegeneinander führten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auch andere, haben sich friedlich in der Europäischen Union befunden. Der Warschauer Pakt ist gefallen. Viele Staaten des ehemaligen kommunistischen Osteuropas sind Mitglieder in der Europäischen Union. Die Sowjetunion ist zerbrochen, neue Staaten sind entstanden. Und irgendwie hatten wir alle gemeinsam einen Traum von einem friedlichen gemeinsamen Europa, wo man auch nach Russland fährt oder in andere Länder und dort gemeinsam eine Zukunft baut. Und dieser Traum ist irgendwie seit kurzem zerplatzt mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und letztendlich mit dem Krieg und den Konflikten im Nahen Osten. Und daher ist es wichtig, dass wir heute wieder einmal zusammenkommen, denn Krieg, wir haben es gehört, Kriege wird es immer geben. Und das Erste, was beim Krieg verloren geht, ist die Menschlichkeit. Kriegsverbrechen und die Würde des Menschen wird sozusagen in den Schmutz gezogen. Und daher ist es wichtig, dass wir dagegen aufstehen, auch hier in Lackenbach und in anderen Orten, an anderen Orten. Denn was damit einherzieht, ist plötzlich, dass Antisemitismus wieder stärker wird, auch Antiziganismus wiederkommt und auch Menschen aufgrund anderer Sprache, Kultur, Religion diskriminiert werden. Und dagegen müssen wir auftreten, denn Freiheit ist in einer Demokratie das höchste Gut, aber die Freiheit endet dort, wo sie die Würde des Einzelnen, die Würde des Menschen verletzt. Und daher danke ich dem Land Burgenland, dem Kulturverein Österreichischer Roma, der Gemeinde, dass hier das organisiert wird, alljährlich diese Veranstaltung. Und ich danke auch den Jugendlichen des Gymnasiums und auch den Roma-Jugendlichen, dass sie hier aktiv teilnehmen. Denn wir müssen gemeinsam aufstehen und nach außen hin auch diese Toleranz vertreten und die Friedfertigkeit. Wir haben zu Beginn die Gedanken der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und auch der burgenländischen Roma-Jugend gehört. Das war für mich sehr bewegend und ich möchte mich bei den Jugendlichen dafür sehr herzlich bedanken. Denn ich halte es für enorm wichtig, dass es in unseren Schulen eine Auseinandersetzung mit dieser Zeit, mit wohl dem dunkelsten Kapitel in unserer Geschichte gibt. Das ist die Voraussetzung, dass nicht vergessen wird, dass die Erinnerung wach und präsent bleibt. In diesem Bewusstsein ist es wichtig, die richtigen Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Wir müssen hier und jetzt deutlich machen, dass Rassismus, Antisemitismus, Hass keinen Platz in unserer Gesellschaft, keinen Platz vor allem im Burgenland hat. Thank you.